Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Die drei häufigsten Anfängerfehler im Fitnessstudio. Dieses Video richtet sich eher an die neuen Leute und wie man es am Titel erkennen kann, an die Trainingsanfänger. Ich möchte dir drei Tipps und drei Hinweise geben, die dich unterstützen sollen, damit du diese Fehler möglichst nicht machst, wenn du mit dem Training gestartet hast. Tipp Nummer 1. Viele Leute, die neu mit dem Training anfangen, die kommen einfach viel zu oft und die gehen viel zu häufig zum Training. Und das ist natürlich ein Spagat, weil auf der einen Seite bist du auf der einen Seite motiviert und du hast dich jetzt entschieden, mit dem Training anzufangen. Du willst jetzt auch wirklich Gas geben. Das ist auch richtig und da möchte ich dich auch auf gar keinen Fall drinne bremsen. Ich möchte dir nur eine Sache zu bedenken geben und zwar, wenn du jetzt dreimal die Woche zum Training gehst, was hast du denn zuvor in dieser Zeit gemacht, was du dann jetzt nicht mehr tust? Und die Frage kommt dir vielleicht komisch vor, aber es ist eigentlich ziemlich klar. Viele Leute, die etwas neu anfangen, sind so begeistert von diesem neuen Ding, dass sie irgendetwas im Alltag liegen lassen. Und wenn das nur das regelmäßige Aufräumen oder Einkaufen ist, irgendwann holt dich das ein. Und wenn du diese Sachen lange nicht gemacht hast, dann irgendwann prasselt das quasi auf dich ein. Das wird so viel, das wächst einem dann so über den Kopf, dass man dann schließlich das Training irgendwie mal ein, zwei Einheiten ausfallen lassen muss. Ja, damit man diese ganzen Alltagssachen wieder in den Griff kriegt. Und dann fängt man quasi wieder so ein kleines bisschen von vorne an. Geh nicht zu häufig zum Training. Gewöhn dir von Anfang an eine Frequenz an, die du auch langfristig durchhalten kannst, die du auch dann durchhalten kannst, wenn der Alltag mal stressig ist, wenn du Überstunden machen musst, wenn du vielleicht mehr lernen musst, als du geplant hast, wenn deine Familie dich vielleicht zu Hause mehr braucht oder wenn du auch einfach mal dich irgendwie verzettelt hast. Training ist dann erfolgreich und wird dir dann die richtigen Ergebnisse geben, wenn du es dauerhaft und langfristig in deinen Alltag und in deinen Lebensrhythmus integrierst. Deswegen versuch eine Balance zu kriegen und versuch dir eine Häufigkeit anzueignen, die du lange aufrechthalten kannst. Das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, mach nicht noch irgendwas dazu. Wenn du hier bei uns trainierst, dann hast du einen Trainingsplan bekommen, du hast eine Einweisung bekommen, du hast eine Trainingsempfehlung bekommen für Häufigkeiten, für Intensitäten. Und ich möchte dir dringend raten, mach nicht noch irgendetwas dazu. Es ist ein ganz beliebter und ganz klassischer Fehler, dass die Leute anfangen und dann machen sie das Training so 2, 3, 4 Mal und dann haben sie das Gefühl, okay, das kann ich jetzt und mache noch irgendetwas mehr, noch irgendwas extra, noch irgendwas hintendran. So ein bisschen nach dem Motto, naja, wenn ich schon mal da bin, dann kann ich ja auch mehr trainieren. Aber viel hilft, viel funktioniert nicht. Das Training funktioniert über die Regelmäßigkeit und die Trainingsanpassungsreaktion, die kommt ja nicht in dem Moment, wo du trainierst, sondern danach. Das heißt, in dem Moment, wo du trainierst, gibst du dem Körper ja quasi nur den Impuls, was er überhaupt machen soll. Und dann musst du ihm Zeit lassen, dass er das auch wirklich umsetzen kann. Und das tut er an den Tagen nach dem Training. Es gibt dazu schon ein Video, das schreibe ich dir unten in die Kommentarfunktion, beziehungsweise ich blende es mal oben ein. Das heißt, warum macht Fitnesstraining eigentlich fit? Schau dir das mal an, da drin ist das Prinzip des Trainings erklärt. Anstelle dessen, dass du noch irgendetwas mehr machst und noch mehr trainierst, würde ich dir lieber empfehlen, nutze das Training, was du hast und arbeite an den Intensitäten. Guck, ob dein Ausdauertraining im richtigen Puls ist, ob du das wirklich schaffst, den gut zu halten. Guck, ob du die richtigen Trainingsgewichte hast. Und wenn du da Fragen hast, kannst du uns gerne helfen. Tatsächlich ist es so, dass viele Leute, die das Bedürfnis haben, mehr zu machen, in ihrem eigentlichen Training nicht mit der richtigen Intensität trainieren. Auf Deutsch gesagt, die trainieren zu leicht. Denn hätten sie die richtige Intensität, würden sie wahrscheinlich nicht unbedingt noch viel mehr machen können. Also Tipp Nummer 2, halte dich an das, was dir empfohlen wurde. Es hat ja einen Grund, warum dir das empfohlen wurde. Und mach nicht einfach irgendwie mehr, sondern arbeite eher an der Qualität des Trainings. Mein Tipp Nummer 3 ist, fang behutsam an. Und damit meine ich jetzt nicht die Häufigkeit, wie oft du in der Woche zum Training kommst, sondern was du alles veränderst. Ich erlebe auch immer wieder Leute, die fangen an zu trainieren, aber parallel hören sie das Rauchen auf und verändern die Ernährung und. Das kann funktionieren. Wenn du ein Typ bist, der nach dem Prinzip ganz oder gar nicht vorgeht, dann kann es sein, dass das zum Erfolg führt. Aber alleine das, regelmäßig zum Training zu gehen und sagen wir jetzt einfach mal nur zweimal die Woche,
zweimal die Woche wirklich konsequent, um regelmäßig zum Training zu gehen mit den entsprechenden Intensitäten und darauf zu achten, ich nehme jetzt mal aus der Ernährung nur zwei Dinge, und zwar einmal täglich ausreichend Wasser zu trinken, die individuell optimale Menge, wenn du sie nicht weißt, frag uns gerne, und auf ausreichend Proteine in der Ernährung zu achten. Nur diese drei Sachen, regelmäßiges Training, ausreichend Wasser, ausreichend Proteine in jeder Mahlzeit, nur diese drei Dinge sind schon wirklich richtig Arbeit. Wenn du das konsequent und gut umsetzen möchtest, ist das schon wirklich was, wo du dich drum kümmern musst. Das geht nicht einfach so nebenbei. Und wenn du dir jetzt am Anfang zu viel vornimmst, weil du sehr motiviert bist, dann wirst du das eine Weile schaffen und ich wünsche es dir, dass du es schaffst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das in sich zusammenfällt, weil es einfach zu schnell, zu viel, zu groß war, die ist leider sehr, sehr groß. Das kann man ganz regelmäßig beobachten. Von daher Tipp Nummer 3, mach lieber etwas langsamer, aber mach es konstant. Die Richtung muss stimmen. Der Erfolg wird automatisch kommen. Ich hoffe, ich konnte dir was helfen. Schreib gerne deine Erfahrung in die Kommentare und Dankeschön, dass du zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao.